Guten Tag Leute, Leo hier mit einem neuen Teil des Aliens vs. Predator Let's Plays auf der Seite des Aliens. Ja, bevor es losgeht, erstmal nochmal eine kleine Benachrichtigung, wenn man das überhaupt so nennen kann. Ich habe keine Kommentare mehr, die ich vorlesen könnte, also sprich, wer jetzt Bock hat ins Let's Play zu kommen, der kann jetzt einen Kommentar schreiben und kommt dann sogar garantiert in die nächsten Parts. Eigentlich kommt jeder immer garantiert zu den nächsten Parts. Egal, ich wollte es nur eben sagen, also wenn ihr Bock habt, halt einen Kommentar zu schreiben, irgendjemanden zu grüßen oder sonst was, dann könnt ihr das ruhig machen, dann lese ich die Kommentare vor. So. Wir möchten zu diesem Typen. Wie macht man das? Durch die, Kanalisation. Kann man hier auch wieder raus? Ja, aber da wollen wir nicht raus. Außer wenn das jetzt natürlich hier... Huch! Oh, nee, lass ich mal bitte fallen. Ich will sie nicht fallen lassen. Na super. Das ist wahrscheinlich wieder so ganz tricky. Das sieht gut aus hier. Ja, doch. Stay inside! What the fuck are you doing? Der wollte uns entkommen. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich jetzt nicht, warum wir den unbedingt infizieren mussten. Ich sehe aber Gegner. Oh, damn, scheiße. Ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. No way out for you, fucker! Okay, you stay back and fire that up against the front. I'm going in. Ah, that's toll. Wie machen wir das jetzt? It's not here! So, scheiß mal eben auf Finisher. Die Leute muss ich loswerden. What the fuck is going on out there? Somebody talk to me! Tja. Schade aber auch. Das ist der Grund, wieso man sich nicht mit mir anlegen sollte. Wir schauen mal eben in der Lüftung nach. Hier gibt es eh noch ein Collectible-Zeug. Das ist richtig einfach. Ja. So. Wunderbar. Meine Nase ist gerade leider zu. Also, falls man das im Let's Play hört, ja, tut mir leid. Wo müssen wir denn hin? Oh. So, irgendwas blinkt da die ganze Zeit. Ah, wunderbar, da habe ich's. So, ganz schnell locker flockig am Geschütz vorbei. Die Menschen wissen, dass wir kommen, aber sie wissen nicht, woher wir kommen. Nutzen wir doch auch, das Ganze nutzen wir doch mal aus. Was mache ich hier drin? Ich musste die Tür aufmachen, aha. So, Collectible-Zeug. Mein Schwanz ist nicht lang genug. Ich höre euch lachen, hört auf damit. Dem das Licht kaputt machen, damit sie uns sehen können. Wie machen wir es? Schaffen wir das, den kaputt zu machen? Nein, leider nicht. Aber der kommt ja eh auf uns zu. Oh my God, I got it, I got it. Oh, durch die Tür. Ja gut, schade, ich wollte ihn eigentlich sneaken. Ja, wollte gerade schon sagen, dass ich das nicht kaputt machen kann. Collectible, ich hab's gewusst. Da kommen sie schon, Hilfe. Ja, guten Morgen. Oh, what the hell?
Was? Seit wann kam er das denn? WTF? Oh mein Gott. Hä? Okay. Frag mich nicht, warum ich das jetzt konnte. Ach, ich weiß auch nicht. Meine Nase ist zu, ich kann kaum noch reden, ey. So, tot ist tot. So, nice. Jetzt bin ich aber neugierig. Wieso konnte ich das bei dem? Hier liegt jetzt auch nochmal einer rum. Kann man das auch? Kann ich. Okay, interessant. Das hieß es aber auch. Ich kann dem noch. Oh mein Gott. Das wirkt jetzt sicherlich verdammt unprofessionell, aber das wusste ich nicht, dass man das kann. Aber anscheinend können wir jedem, der halt noch keinen Kopfbiss abbekommen hat, in den Kopf beißen. So, down. Hä, warte mal. Kann man. Der muss man doch jetzt in den Kopf beißen können. Ah, Leute, ich verstehe dieses Spiel nicht mehr. Keine Gnade hier. Nice, so. Und dann machen wir das auch mal kaputt. Kehren Sie zum Nest zurück. Oh Leute, ich muss ja unbedingt Nasenspray nehmen. Das, so kann ich nicht weiter kommentieren. Das ist grauenhaft. So. Ich muss zugeben, ich wusste jetzt, dass da Leute reinkommen. Ich bin ja schon mehrmals gestorben. Deswegen bin ich hier schon mal in Deckung gegangen. Also nur nochmal zur Erklärung. Ich nehme mal Idee, dass ihr Let's Play hier auf, logischerweise. Aber ich zeige euch nicht alles davon. Sprich, wenn ich zum Beispiel sterbe, das habe ich ja irgendwann mal gesagt, dann schneide ich das raus. Denn ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber ich mag es einfach nicht, wenn Let's Player sterben. Ey, das ist grauenhaft. Also wenn ich mir wirklich ein Let's Play anschaue, dann habe ich es ganz gerne, wenn der Let's Player wirklich flawless durch die Reihe durchkommt. Klar, wenn er fällt, das ist bestimmt auch ganz lustig, aber dafür habe ich ja meine Leo Rasset Videos. Wie komme ich denn hier nochmal raus? Genau. Das wollte ich jetzt nur eben sagen. So. Wo sind die Menschen? Einer ist da drin. Ja, super. Haben sie mich entdeckt? Das ist ein scheiß Witz. So, ich muss mal ein bisschen vorsichtiger sein. Wo ist denn jetzt der eine? Typ in 1, 2, ich zähle 2, aber es waren 3. Alter. Nice, so. So, der ist isoliert und der andere kommt ihm nicht hinterher. Wir bleiben jetzt mal in Deckung, bis der aufhört, mich anzuschauen. Haben die wohl so und so, ne? So, nice. So. Der letzte. Ist er da reingegangen? Oh nee, jetzt ist er da hochgekommen. Und scheiße, ja, er hat einen Sonar, verdammt. Und das macht die ganze Sache ein bisschen komplizierter. Okay, kann man nicht ausmachen, das Licht anscheinend. Ist aber nicht schlimm, denn jetzt haben wir ihn alarmiert. Sollte leichtes Spiel sein eigentlich. Sicher, der hat einen Sonar. Nice! Tod ist tot. Kann man ihn in den Kopf weisen? Nein. Ja gut, verstehe ich noch nicht ganz die Mechanik. Ich werde ein Auge drauf werfen. So, machen wir mal einen Abgang hier. Nice. Sehr schön. Level vorbei. Wunderbarer Zeitpunkt, um einen Part abzuschließen. Wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Ahnung, welcher Part dies ist. Aber wir sehen uns im nächsten Part.